Bist du jetzt einer von uns? Das war großartig. Stuart liebt dich. Schon gut, schon gut. Was meinst du eigentlich? Du hast dafür gesorgt, dass Renwick endlich wieder in Ruhe regieren kann. Dafür danke ich dir. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Ich kaufe mir mal ein paar Äpfel. Ich kaufe mal so 50 oder so. Für die schnelle Heilung nebenbei. Ich habe ja genug Geld jetzt. Ich würde nochmal mit Diego gerne reden. Hallo, Syrah. Sieh an, du hast ganz schön was drauf. Seit wann hast du rote Haare, lol? Was soll ich denn drauf haben? Wovon redest du? Sei nicht so bescheiden. Du hast die Stadt gerettet. Jetzt übertreibst du aber. Renwick ist kein Träumer wie Hertan. Er weiß, dass man manchmal schwierige Entscheidungen treffen muss. Hätte Hertan ihn gestürzt, wäre Stuart dem Untergang geweiht. Was? Wovon redest du überhaupt? Nichts. Gute Arbeit, mein Held. Mach weiter so. Naja. Da ist Diego! Oh yeah! Gratuliere, mein Freund. Ich habe mich nicht in dir getäuscht. Was hast du jetzt vor? Meine Geschäfte beenden, mein Boot zurückholen und dann... Nun, wir werden uns wiedersehen. Was ist mit deinem Boot passiert? Das wurde bei meiner Ankunft konfisziert. Für die Flotte. Lächerlich. Stuart hat eine Flotte? Na, sieh dich um. Mit meinem Boot ist die Stuarker Flotte wahrscheinlich doppelt so groß wie zuvor. Du bist meiner Frage ausgewichen. Wo werden wir uns wiedersehen und was hast du vor? Großes, mein Freund, Großes. Du wirst noch rechtzeitig davon erfahren. Okay, und du, Guan? Du hast auch noch was zu sagen, alles klar. Ich habe Hertan getötet. Alle Achtung, Kleiner. Du hast Motten am Kopf. Bleibst du hier in Stuart? Nein, ich habe gekündigt. Diego und ich, wir werden uns hier verpissen. Es gibt anderes zu tun. Wichtigeres. Alles klar. Rauter, hast du mir noch was zu sagen? Hallo und Prost! Schmeckt dir mit? Wie lautet das Sprichwort? Wem's nicht gut geht, der trinke mit. Nun, Hertan war der Verräter. Er ist tot. Dann herrscht hier wohl wieder Frieden. Immerhin. Schön für Stuart, richtig? Das sehe ich auch so. Und? Hast du was von Klagor gesehen oder gehört? Die bittere Wahrheit ist... Spuck's aus, verdammt! Klagor hat Hertan geholfen. Er war bei den Verrätern. Tut mir leid, Rauter. Ist er? Ja, er ist tot. Ich konnte es nicht verhindern. Verdammte Scheiße. Man kann sich in den Menschen täuschen. Nach all den Jahren? Ich kann es kaum glauben, Klagor. Ich könnte alles kaputt schlagen. Nichts wie weg hier. Ich muss hier weg. Wohin? Ich werde mit Diego eine Reise unternehmen. Er hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Dort werde ich gebraucht. Den ganzen Mist hier. Kannst du alles vergessen. Alles nur Lüge und Verrat und Betrug. Das ist nichts für den alten Rauter, verdammt. Bis bald. Bis bald. Dir geht's nicht gut? Da, wohin ich auch komme, immer der gleiche Mist. Mann, ich bin zu alt für so einen Scheiß. Das kann ich dir sagen. Wolltest du nicht ins Bluttal? Das ist verdammt richtig. Nach meinen Leuten sehen. Aber ich brauch dir ja nicht zu sagen, dass der idiotische Baron den Weg gesperrt hat, richtig? Was machst du jetzt? Ich wollte Klagor hier in der Stadt besuchen und die beschissene Lage besprechen. Aber der Mann ist nicht zu finden. Geht denn alles schief? Klagor? Wer ist das? Ein alter Freund von mir. Wir haben zusammen so manche verdammte Schlacht geschlagen. Er war hier bei der Stadtwache. Ein ruhiger Posten auf seine alten Tage, richtig? Er sei ihm gegönnt. Und jetzt das. Was ist denn passiert? Ich kenne ja noch ein paar andere von der Stadtwache und die meinen, dass Klagor mit den Rebellen aus der Stadt geflohen ist. Kann ich kaum glauben. Klagor macht so einen Scheiß nicht, richtig?
Wenn ich Klago sehe, sag ich dir Bescheid. Würdest du das tun? Verdammt, da wäre ich dir wirklich dankbar. Falls du Hilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest, Mann. Genau hier, richtig? Ich hab dir ja gerade nicht gehört, dass er tot ist, und dann erklärst du mir nochmal, wer das ist, ne? Na gut, egal. So, weiter geht's hier. Frischling. Aha. Nicht stehen bleiben. Aha. Hui. Yeah. Schau an. Hallo. Wie ist das gelaufen? Brennweg kann jetzt ruhig schlafen. Die Verräter wurden bestraft. Eine schreckliche Geschichte. Hast du zufällig Ricklin gesehen? Nein, tut mir leid. Na, wenigstens war er nicht bei den Rebellen. Ich werde weiter nach ihm suchen. Wohin führt mich das? Das ist überhaupt kein Stadtgebiet, ne? Gehen wir nochmal zurück und gucken uns jetzt mal an, wo diese scheiß verkackte Wix-Quest denn bitte sein soll. Verstehe nicht. Wo? Bitte? Wo soll die sein? Lorne hat euch darum gebeten, ein Holzbein zu suchen, das er vor einiger Zeit auf dem Eberstein verloren hat. Er war damals betrunken und kann sich nur daran erinnern, dass es an der Stelle, an der das Goldenbein verloren hat, nach Rauch und Goblin-Pisse gestunken hat. Und dass er den alten Wachturm von dort aus sehen konnte. Der Eberstein ist der Hügel im Osten des Wachturms, auf dem du Lorne getroffen hast. Vielleicht sehe ich das ja im Untergrund. Nein, warum auch? Es ist doch so gay. Ah! Fuck you. Da war diese Psychopathenhöhle. Das mit der neuen Rüstung finde ich jetzt aber extrem geil. Ob das, wenn ich jetzt... Ob das jetzt immer so ist, wenn ich in eine neue Stadt komme, für den Lord da ein paar Quests mache, ob ich dann immer neue Rüstungen bekomme? Das wäre nicht schlecht, ne? Das wäre nicht schlecht. So, geh ich mal da lang. Ach nee, da war ich ja schon mal. Da war ich ja schon mal, das stimmt. Da war ich ja schon mal. Wo führt mich das hin? Stewarker Land. Warte mal. Ach, das führt mich wahrscheinlich zu der... Ah, da ist eine Truhe auf dem Weg. Wieso habe ich den nicht aufgemacht gehabt? Oh, ich hasse die Viecher voll. Egal, ich klatsche die mal kurz gleich um. Oh lol, eine neue Rune für mich. Und das hier. Das bringt meine Armschienen, 15 Lebensenergie, 8 Mana, 8 Mana, kannst du vergessen. So, was hatte das, was war da noch? Eine neue Rune, ne? Okay, das ist cool, neue Rune. Kann ich mal testen. Mehr Kraft. Oh lolol. Mehr Damage kriege ich damit. Ist jetzt schon wieder weg. Ich will gleich mal diese Bandagen testen. Wieso kann ich die nicht benutzen? Wie kann ich während des Kampfes gar nicht... Oh, das ist richtig. Das ist schwul. Das ist echt schwul. Ja, ich lasse sie da erstmal... Nee, ich pack die woanders hin. Ich pack die auf... Null. Deswegen... habe ich mir Äpfel gekauft. Also nach dem Kampf kann ich mich damit ja mal heilen, aber während des Kampfes brauche ich halt irgendwas... dass ich nicht verrecke. Gut. Gut, er weiß, dass es nach Goblin-Pisse gestunken hat. Das ist ja schön. Hä? Ich dachte, da liegt noch ein Typ. Mit 5 Gold. Okay, gehe ich einfach mal hier lang. War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Egal. Mal jeden Weg abgehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas... Ist mir ein Hinweis auf seinen scheiß Bein. Ach, war um den Eberstein, meinte er. Stimmt. Da, und er konnte es von da aus sehen. Den Wachturm. Kann ich von hier aus nämlich nicht sehen.
Wahrscheinlich weiß ich sogar jetzt, wo das ist. Da unten ist überall Strand, ja. Da bin ich ja ganz am Anfang gekommen. Wo ist denn der scheiß Wachturm nochmal? Kein Plan. Mich da hochbuggen? Kann ich so.